Hallo zusammen. Ja, ich bin's mal wieder aus der Küche, ohne den Kochlöffel zu schwingen oder die Töpfe heiß zu machen. Tja, ich wollte euch jetzt mal ein Update geben, ne, was meine Wohnungsgeschichte betrifft. Na da. Also noch keine Absage, aber auch noch keine Zusage. Ich habe am Montag das letzte Mal mit dem Makler gesprochen, also vor einer Woche. Und er meinte, er würde sich melden. Weil ich habe ihn wirklich gebeten, inständig, dass er mir auch Bescheid gibt, falls sich der Vermieter anders entscheidet. Ja, das wird er machen. Also ich weiß es nicht, wie lange dieser Mensch braucht. Keine Ahnung. Es ist ja auch bald März, ne, wenn er die vermieten will. Oder vielleicht ist ihm das auch wurscht, ob er es ab April vermietet. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das so ein Schwebezustand und der kotzt mich an. Wenn man weiß, ich möchte jetzt auch noch nicht gleich jetzt, also unnötig Tage vorher jetzt auf gepackten Kisten hier sitzen in der Küche mit allem Futz und Feuerstein. Ich weiß nicht so richtig, was ich gerade machen soll. Also ich mache schon, was man so machen kann, so unauffällig, aber jetzt diese großen Sachen eben noch nicht. Genauso Umzug, ne? Wie organisiert man das am besten? Tja, und dann, ach ja, ich hatte euch ja erzählt, dass da so eine junge Dame kommen wollte, ne? eBay. Also eBay ist auch eine herrliche Nummer. Meine Güte. Da triffst du Leute. Also sowohl schriftlich als auch dann live oder nicht live. Also die kam nicht. Die kam nicht. Keine Ahnung wieso. Und dann hatte ich jetzt eine Woche für die reserviert und habe 8 Leuten abgesagt. Und zum Glück war der eine sehr hartnäckig und hat immer wieder geschrieben und mir ihre Telefonnummer geschickt, falls sich diejenige das anders überlegt. So, und die hat es auch bekommen jetzt. Also das ist weg. Also irgendwie war die Woche nicht so geil. Kennt ihr das so? Irgendwie war die nicht doll. So, jetzt geht der Kühlschrank an. Es tut mir leid, aber ich lasse jetzt den Block laufen. Tut mir leid, dass dieses Ding jetzt anfängt zu brummen. Was war noch? Ja, ich habe mich mit meinem Ex-Mann mal getroffen. Ist auch nicht schlecht. Es war nett. Wir haben schön gegessen. Muss ja auch mal sein. Man bleibt ja irgendwie verbunden miteinander, ne? Wenn man Kinder hat. Ja. Ich bin ein bisschen ruhig heute, ne? Ich könnte jetzt eigentlich hier im Dreieck springen, aber ich freue mich auf heute Abend. Also nachher kommen die Jungs und mit Freundin. Ich habe ihm gesagt, also ich habe jetzt ja keine große Lust mehr, jetzt meine Kochkünste unter Beweis zu stellen. Lass uns irgendwas machen. Irgendwas. Ich hatte auch keinen Bock auf ein Curry oder irgendwas Kompliziertes. Und alle lieben Pizza. Und jetzt habe ich einige Zutaten gekauft für Pizza. Wir machen Pizza selber, wir belegen uns sie selbst. Das kann ja auch Spaß machen. Soll ja auch ein bisschen lustig sein. Und jetzt muss ich noch ein paar Sachen einkaufen gehen, die ich vergessen hatte. Basilikum und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ja, das ist ein Highlight, da freue ich mich drauf. Das ist immer schön, wenn man mit seinen erwachsenen Kindern, die ja ihr eigenes Leben führen, wenn man mit denen zusammensitzen kann. Und die dann das Wort übernehmen. Das ist ja dann so, ne? Also ich habe sehr gesprächige junge Männer, die da kommt man kaum zu Wort, die haben mal was zu erzählen. Und sehr schöne Sachen, also nicht irgendein Blödsinn. Also das ist immer sehr, das sind immer sehr heiße Diskussionen, tolle Themen. Das ist immer so eine große Freude, wenn man dann so seine erwachsenen Kinder sieht und was ihnen gut geht. Oder auch wenn es ihnen mal nicht so gut geht, es kann ja nicht immer gut gehen, ne? Es geht eben nicht immer gut, auch wenn man sich das vornimmt. Und ich liebe diesen Satz, in Anführungsstrichen, wenn jemand sagt, ich bin immer fröhlich. Toll, beneidenswert. Doch, ich versuche auch fröhlich zu sein, auch wenn man nicht so ist. Wenn so Dinge passieren, wo man was entdeckt, ja, Mensch, ey, das jetzt auch noch, das jetzt auch noch, das jetzt auch noch. Ja, naja, also der Vlog hier, also dieses Gesprächsding aus der Küche, das ist jetzt ein Update. Und ach so, ich hab mich mit was beschäftigt, weil ich ja auch schon länger nicht mehr lange schlafe, wie viele von euch auch. Also 4 Uhr ist Zapfenstreich, da ist Ende Gelände, dann könnte ich aus dem Bett springen. Wenn ich dann nämlich im Bett bleibe und versuche weiterzuschlafen, dann werde ich immer wacher, immer wacher, immer wacher. Und dann werden die Sorgen oder diese Dinge, die vor einem stehen oder liegen oder sind, immer schlimmer und größer und das ertrage ich nicht. Also da muss ich raus und mache irgendwas Dämliches, was nicht so einen Krach macht, ja. Naja, meistens am Computer oder bügeln oder weiß der Fuchs.
Also ich habe mich auch mit Neid beschäftigt. Neid auf YouTube, Neid in der Gesellschaft, Neid unter Frauen, Neid, meine Fresse nochmal. Da geht es echt heiß her. Also wir sind da ziemlicher Weltmeister in Deutschland, ne? Was Neid betrifft. Eine richtige Neidgesellschaft. Ich meine, wenn du die Leute reden hörst, sagen sie alle, die sind nicht neidisch. Aber komisch, wie kommt das denn, ne? Dass wir so einen Stempel aufgedrückt oder so ein Prädikat bekommen haben? Die Deutschen gönnen sich nicht einen Dreck unter dem Fingernagel. Also das fällt mir besonders auf, zum Beispiel im Englisch. Also ich gucke auch viele englische Videos. Und da sind zum Beispiel niemals so viele Daumen nach unten. Also im Gegensatz zur Aufrufzahl, wie das in Good Old Germany der Fall ist. Da fragt man sich, warum tun die das? Warum sitzen da Menschen, die lassen sich unterhalten und ärgern denjenigen, der das Video gemacht hat? Indem sie ihm einfach eine schlechte Bewertung geben. Das finde ich scheiße. Und da steht doch keiner drüber, auch wenn sie alle sehen, ja, da musst du drüber stehen, da musst du durch, das ist halt so. Na klar ist es halt so, na klar muss man darüber stehen. Aber ehrlich gesagt, ärgerlich ist es schon. Ihr könnt es vielleicht nicht nachvollziehen, weil ihr seid keine YouTuber, ihr seid Zuschauer. Aber das ist ein Ärgernis, weil jeder YouTuber, jeder steckt da Mühe, Zeit, Geld, Nerven, alles Mögliche rein. Davor, dabei, danach, ne, für so ein Video. Auch wenn er da, weiß ich nicht, einen Cent pro Videoklick bekommt. Das ist ja ein Witz, ne? Also von wegen YouTuber sind reich. Okay, die ganz Großen vielleicht durch Werbeeinnahmen. Aber so normale, so Furzkanäle, so kleine hier, 1 Cent. Könnt ihr nachlesen, pro Aufruf. So. Und da ist das schon ärgerlich, dass man mitbekommt, das sind so missgünstige Leute, die nur darauf warten, dass du ein Video hochstellst und schon schubst hast du den Daumen oben. Das beobachte ich bei mir jetzt schon seit einigen Wochen und Monaten. Und man kann ja nicht sehen, wer das ist. Das ist ja das Doofe. Und ich will so Leute eigentlich gar nicht auf meinem Kanal haben. Ich meine, wenn die mich doof finden, ist ja in Ordnung. Aber dann sollen sie mich doch nicht gucken. Dann sollen sie das doch ignorieren. Aber nee, die machen das, um einen reinzuwirken. Und ich finde das eigentlich schade. Was machen die denn, wenn es keine YouTuber mehr gibt? Weil alle YouTuber sitzen freiwillig da und opfern ihre Freizeit. Besonders auch die Mädels, die jetzt jünger sind und noch Kinder haben, die stecken da richtig viel Zeit rein, weil sie da irgendwie auch eine Berufung sehen oder was mitteilen wollen und sich mit ihrer Community austauschen. Ich finde, das hat man einfach nicht verdient. Das muss ich jetzt mal sagen. Und ich weiß, dass ihr alle meiner Meinung seid. Außer natürlich diejenigen, die es gleich wieder da sitzen und das Ding nach unten geben. Gut, man kann die Funktion ausschalten, dass ihr sie nicht mehr seht, aber ich würde sie trotzdem sehen. Also es ist ja gehüpft wie gesprungen, ne? Ich finde das übrigens total bescheuert, weil auf Facebook und auf Instagram, wo du eigentlich nur so ein dämliches Foto hochlädst und weißt du so, und guck mal hier, wie toll, ne? Da kannst du ein Herz geben oder nix oder nix, ne? Okay, kannst du ein blödes Kommentar schreiben, das kann aber derjenige von seinem Profil nehmen. Aber ein Video, Leute, ein Video ist richtig Arbeit. Egal, was derjenige oder diejenige da erzählt, macht und tut oder nicht macht und tut. Das ist Arbeit. Und das ist einfach unverdient, einfach eine schlechte Bewertung zu bekommen. Es ist doch in Ordnung, wenn einem jemand was nicht gefällt, aber dann schalte ich weg und gut ist. Ja, und deshalb bin ich auf dieses Thema Neid gekommen, dieses ständig sich zu vergleichen mit anderen. Oh, vielleicht sind das auch YouTuber untereinander, kann ja auch sein. Fällt mir gerade ein. Naja, klar, das soll ja auch so ein Zickenneid da auf YouTube sein, also unter den Beauty-Vibern. Habe ich auch irgendwo mal was gehört oder gesehen oder gelesen. Keine Ahnung. Aber ich denke mir, dass ich aus der Nummer raus bin, weil ich bin alt. Ich bin nicht 20, bin nicht 30, bin nicht 40, bin noch nicht 50, bin noch älter. Aber vielleicht ist es ja, ich weiß es nicht. Leute, keine Ahnung. Also das ist ja, ja, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ihr seid bestimmt auch schon mal Neid und Missgunst begegnet. Eigentlich, es gibt doch diesen tollen Spruch mit den Nachbarn, ne? Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Oh, da gibt es bestimmt auch ganz schlimme Sachen, die auch vor Gericht enden. Sei es das Laub des Nachbarn, die Katze des Nachbarn, weiß der Fuchs. Warum machen sich die Leute das Leben so schwer? Es ist doch sowieso schon schwer genug. Es ist nicht einfach, dieses Leben, und es wird immer schwieriger. Und also die müssen sich ja nicht alle helfen und lieben.
Aber die können sich doch in Ruhe lassen, oder? Die können sich doch in Ruhe lassen, müssen sich nicht noch ärgern. Aber na gut, man muss sich sein Umfeld eben aussuchen, mit was für Leuten man sich umgibt. Aber auf YouTube habe ich, wie gesagt, also ich rede jetzt nur von mir, ich habe natürlich nicht die Wahl. Ich kann mir nicht aussuchen, wer da guckt. Ich kann höchstens Menschen blockieren, die mir dumm kommen. Gab es auch schon. Die wirklich frech und unverschämt und anmaßend wurden. Einfach so, ohne Grund. Da sagt man dann, da hat zum Glück der YouTuber die Möglichkeit zu sagen, weißt du was, von meinem Kanal machst du mir keinen Haufen, ne? Und tschüss. Das kann man machen. Aber naja, es ist eine, ich finde das ist fast wie eine ehrenamtliche Tätigkeit, Filme zu machen, um andere zu unterhalten. Und ihr wisst ja was, andere Menschen zu unterhalten ist ganz schwierig. Oder Menschen zum Lachen zu bringen ist das Schwierigste überhaupt. Das ist nicht einfach. So, ich will jetzt aber nicht den Eindruck der Ernsten heute hinterlassen. Ich habe jetzt mal hier, ich will jetzt gerade was einkaufen gehen, die Kamera stellen, dachte ich mir, okay, mach sie jetzt mal an. Und erzähl's mal ein bisschen, was los ist. Ich denke mir, dass ich am Wochenende auch kein Feedback bekommen werde. Ich habe das Gefühl, dass das nichts wird. Irgendwie habe ich so ein dämliches Gefühl. Ich hatte bis gestern Abend noch ein gutes Gefühl, dachte auch, aber irgendwie, ich hoffe, dass eure Daumen, dass das Daumengedrücke, dass das hilft oder geholfen hat. Die Entscheidung des Menschen, dieses Vermieters, ich kann es nicht beeinflussen. Ich habe jetzt schon mal heute doch in einer anderen Wohnung geguckt und finde natürlich nichts, da wo ich hin möchte, ich finde nichts. Also es wird jetzt noch eine schwierige Geschichte. Und ich hätte sie ehrlich gesagt gerne abgehakt. Ist nicht. Gut, also ich werde mich jetzt auf meine Kinder freuen. Das Wetter ist schön, es ist sonnig, aber es ist kühl, deswegen habe ich auch einen Rollkragenpullover an. Mir ist auch irgendwie so nicht so. Der Winter. Das heißt, es ist ja kein richtiger Winter, es ist ja gar nicht so wirklich kalt, also so kalt oder so ein langer, harter Winter gewesen, aber das steckt einem irgendwie schon doch in den Knochen, ne? So diese lange, dunkle, graue Jahreszeit. Und es gibt solche Tage und solche Tage, wo man das ganz gut wegsteckt, und dann gibt es wieder Tage, wo man so ein bisschen deppert ist und sagt, ach nee. Und man kann sich ja ständig anfüllen mit irgendwas, mit Shoppen, mit Kino besuchen, mit Freunde besuchen, mit Essenseinladung, mit Tanzen gehen, mit, ja, es gibt ja unzählige viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Ja, ich hoffe, ich werde es jetzt mal an einem Sonntag reinstellen. Es ist jetzt heute Samstag und ich werde es morgen reinstellen. Also an einem Sonntag werdet ihr das sehen. Das heißt, das dauert jetzt sowieso, ehe das hochgeladen ist. Ich wünsche euch einen tollen Tag, einen tollen Sonntag. Die Sonne soll ja morgen auch scheinen. Und ich werde morgen mal wieder in den Wald gehen, in die Natur gehen. Und die Vöglein zwitschern ja auch schon. Bachrauschen, Vögelgezwitscher. Das tut der Seele ganz gut. Ihr Lieben, habt einen wundervollen Sonntag. Seid besonders gut zu euch. Und bis bald.